wir uns das nächste Mal treffen, bringe ich euch um. Hat sie das letzte Mal nicht so ziemlich das Gleiche gesagt? Ich glaube, das Spiel hat gerade ein bisschen gespoilert. Wie findest du dieses Dampfschiff? Macht einen ziemlichen Eindruck auf euch, Landeier, stimmt's? Um die Wahrheit zu sagen, es ist echt eine Menge Arbeit, ein so großes Schiff zu putzen. Komm schon, lass uns hier eine Sache machen. Nein, lass los! Ja, ich bin die Königin der Welt! Aber das bringt Unglück! Was ist, wenn dieses Schiff jetzt auch untergeht? Hier geht's zum Maschinenraum. Nur die Besatzung hat Zutritt. Nun, was hältst du von diesem Schiff? Ich bin der Kapitän. Bist du nicht beeindruckt? Nee. Hab schon tollere Schiffe gesehen. Willst du mal ein richtig beeindruckendes Schiff sehen? Ja, Tales of Berseria. Das sieht toll aus, das Schiff da drin. Das ist das Regierungsgebäude von Palma Costa. Dor und Neil halten sich normalerweise dort auf. Um gegen die Designs bestehen zu können, sind wir ständig im Training. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen trainieren. Wenn es dir ernst ist, werde ich dich trainieren. Nun? Klar. Sehr gut. Ja! Wie ist das? Deine Deckung ist offen. Was? Wie? Der Kampf mit zwei Schwertern weicht vom ursprünglichen vorgesehenen Schwertkampf ab. Die Schwierigkeit erhöht deine Verwundbarkeit. Das ist aber seltsam. Wenn ein Schwert eine Kraft von 100 besitzt, müssen zwei Schwerter 200 besitzen, oder? Willst du mir damit sagen, dass das der Grund ist, warum du dich entschieden hast, mit zwei Schwertern zu kämpfen? Klar. Ja, noch ein drittes und du könntest Zorro sein. Was? Warum siehst du mich so mitleidig an? Es tut mir leid. Naja, kann ich das jetzt auch abhaken? Ach, herrje. Naja, reden wir mit dem Gouverneur. Frage, ob wir das Buch uns ausleihen können. Da unten ist das Gefängnis. Sollen wir euch dorthin hineinwerfen? Nee, schon in Ordnung. Seid gegrüßt, Reisende. Reisende sind uns stets willkommen, gemäß der Lehre der Göttin Martell. Möge der Segen von Martell mit all jene sein, die reisen. Reisen, 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 ja. Ah, danke. Eigentlich suchen wir nach dem sogenannten Heft der Erneuerung. Das ist ein Buch, sie Depp. Man sagt uns in der Kirche, dass es hier sein soll. Was zum Teufel? Es ist das Buch der Erneuerung, du Dummkopf. Ich weiß, ja, also das eben. Das Buch der Erneuerung? Ja, das ist unser Familienschatz, aber was ist damit? Wir möchten es uns ausleihen. Welch anmaßende Bitte. Verzeihung, das war unhöflich. Wir helfen der Auserwählten bei der Erneuerung der Welt. Um der Zukunft der Welt willen, möchten wir die Lehre der Spiritua kennenlernen. Gouverneur Dor. Ja. Die Auserwählte war eben hier. Wie könnt ihr es wagen, ihren Namen zu besudeln? Diese jämmerlichen Kreaturen müssen sofort festgenommen und an die Kirche ausgeliefert werden. Zufällig gestolpert und dabei die Flügel ausgefahren. Wow, Vater, siehst du da? Hast du das gesehen? Sie hat Flügel, wie ein Engel. Sie ist wunderschön. Wartet, ihr alle, senkt eure Waffen. Diese Person hier vor uns ist zweifellos die Auserwählte.
Engelsflügel auf dem Rücken lassen keinen anderen Schluss zu. Das sehen eigentlich für mich immer noch wie Feenflügel aus und nicht wie Engelsflügel, aber hey. Bitte verzeiht unser angemaßenes Verhalten, Auserwählte. Bitte, es ist okay. Es ist in Ordnung, wirklich. Jeder sagt mir, ich sei nicht die typische Auserwählte. Aber das bedeutet, die Auserwählte, der wir das Buch gegeben haben, war eine Betrügerin? Moment mal, Sie sagten, die Auserwählte sei bereits hier gewesen? Sie haben das Buch der Erneuerung aus der Hand gegeben. Die Auserwählte war da und bat uns um das Buch der Erneuerung. Natürlich, das müssen die Leute sein, die uns vorhin schon Ärger bereitet haben. Ja, die vier Leute, denen wir den Palmatrank ersetzen sollten. Wir hatten Kenntnis darüber erlangt, dass die Gruppe der Auserwählten auf dem Weg hierher sei. Also dachten wir natürlich, sie seien es gewesen. Sind sie bescheuert oder was? Was sollen wir jetzt tun? Es tut mir schrecklich leid. Ich glaub's nicht. Wozu habt ihr eigentlich Augen im Kopf? Zur Dekoration, die ihr Menschen seid. Erstmal eine Backpfeife geben. Au. Oh. Genius, das reicht. Du erinnerst dich nicht zufällig an den Inhalt dieses, wie heißt es gleich, Buches, oder? Ich fürchte nicht, es ist schließlich in der Sprache der Engel geschrieben. Also können nur Mitglieder der Kirche es lesen. Na verdammt, anscheinend haben wir keine andere Wahl, als diese Betrüger zu finden. Aber wie? Weißt du noch, was sie sagten? Sie planen, das Buch der Erneuerung zu verkaufen. Also zum Hakonesia-Pass, los! Wow, Leute, du bist großartig. Erinnert sich nur dann, wenn er es möchte. Halt den Mund, Genius, wir müssen jetzt los. Nun, dann lasst uns gehen. Schwindler. Verdammt nochmal, diese Typen machen mich echt wütend. Meinst du die Schwindler? Stimmt's? Ich bin auch stinksauer. Eben, Colette ist diejenige, die versucht, die Welt zu retten. Bitte? Machst du das nicht auf? Macht dich das nicht auch wütend? Ich glaube, wenn es viele Auserwählte gäbe, stünden die Chancen, die Welt zu retten, besser. Das wäre echt klasse. Oh, ja, Colette war wieder so voll die Optimistin. Ach, Colette. Du bist ein gutherziges Kind. Wir haben einen schrecklichen Fehler begangen. Wir werden auch nach den Betrügern suchen. Ja, will ich doch hoffen. Naja, seid gegrüßt. Willkommen. Das muss ich brauchen. Auserwählte, bitte zeig mir nochmal deine Engelsflügel. Das muss ich unbedingt meinen Freundinnen erzählen. Kilia, ich muss mich für die Unhöflichkeit meiner Tochter entschuldigen. Dein Name ist Kilia? Sicher, ich zeige sie dir nochmal. Wow, danke, Auserwählte. Colettes Doppelgängerin. Ich kann es nicht fassen, dass sich jemand als Colette ausgibt. Ja, auf diese Probleme können wir gut verzichten. Jemand gibt sich als mich aus, ich komme mir vor wie ein berühmter Star. Ey, Colette, du bist berühmt. Die ganze Welt beobachtet dich. Oh, ja, stimmt. Aber es fühlt sich nicht real an, weißt du? Oh Mann, ob wir es so schaffen werden. Naja, eigentlich nur die Zuschauer hier, die wenigen. Ist der Typ eigentlich mittlerweile da? Ne. Ich frage, es kommt der später oder kommt er nicht, weil ich den Titel schon habe? Na, vielleicht kommt er ja später. Immer noch kein Nöplauderei, okay. Dann ziehen wir weiter Richtung Hakonesia-Pfad. Pfad, Pfad, Pfad. Pfau, 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 pfau. Muss ich Kratos reinnehmen?
Nein, das ist immer so niedrig vom Level. Ja, was sehen wir denn da vorne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Lüge, ich sehe was. Novas Wohnwagen. Ach, bist du jetzt auch von der anderen Seite des Kontinents? Übers Wasser geschippt? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Ach du liebe Zeit, wir haben nicht oft Besuch. Kann ich euch helfen? Nein, wir sind nur auf der Durchreise. Seid ihr auf Pilgerfahrt? Wir reisen, um die Tierwelt zu erforschen. Ich bin Zoologe. Wirklich, das ist ein seltsames Unterfangen in diesen schweren Zeiten. Bams! Au! Die Welt bereisen, um das eigene Wissen zu vermehren. Wie wundervoll! Ich sehe mir einfach gerne alle Arten von seltenen Tieren an. Wir haben sogar einen riesigen, leuchtenden Vogel gesehen. Leuchtenden Vogel? Es kann Astra gewesen sein, der Elementargeist des Lichts. Wirklich? Dieser Vogel ist ein Elementargeist? Ich verstehe. Das würde erklären, warum ich diese Spezies noch nie gesehen habe. Erzähl uns von ihm. Die Informationen könnten uns gelegen kommen. Und außerdem möchte ich die Geschichte hören. In diesem Fall denke ich, wäre es besser, meine Kinder zu befragen. Ich habe den Vogel nicht richtig gesehen. Okay, ich werde sie fragen. Ich habe damals Nüsse von dem Baum gepflückt und die machen ein schönes Geräusch. Das ist... Könnten wir sie mal sehen? Das ist also eine Linkernuss. Sie macht wirklich ein schönes Geräusch. Die könnt ihr behalten, ich habe noch mehr. Das ist sehr nett, ich danke dir. Eine Linkernuss! Linka, war das nicht sogar auch hier der weibliche Versionsname von Link aus der Zelda-Reihe? Erzeugt bei Wind einen wundervollen Klang. Ja, sehen interessant aus, die Nüsse. Auch wenn es eher so wie... lila Birnen mit Punkten? Obwohl... Purpur? Violett? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen lila, violett und purpur? Niemand weiß es. Niemand möchte es wissen. Erzähl uns doch mal genau, wie das war, als ihr den leuchtenden Vogel gesehen habt. Ah, das war auf dem Ossa-Pfad. Wir hatten unser Lager in der Nähe des Gipfels aufgeschlagen. Da erschien der leuchtende Vogel. Der Ossa-Pfad, hm? Ich sehe jetzt gerade erst den Namen von dem Typen. Alduin? Der Weltenfresser aus Skyrim. Ja, hallo. Habe ich dich nicht zu Tode geschrien? Außerdem herrschte an dem Tag starker Wind. In der Nähe spielte ein Baum eine mysteriöse Melodie, als die Nüsse im Wind schaukelten. Es klang wie ein schönes Lied. Nüsse, die eine mysteriöse Melodie spielen? Was soll das denn sein? Das war bestimmt der Linkerbaum, der angeblich in hochliegenden Gebieten wächst. Wenn die Nüsse im Wind wehen, sollen sie ein hübsches Geräusch machen, wie Glöckchen. Ich wusste nicht, dass es solche Bäume gibt. Aber können wir Aska dann nicht einfach auf dem Osserpfad finden? Nein, der Baum ist nicht mehr da. Er wurde entweder gefällt, verpflanzt oder bei einem Erdrutsch oder etwas ähnliches fortgetragen. Stimmt, wir haben dort beim letzten Mal keinen derartigen Baum gesehen. Da war ein Baumstumpf in der Nähe des Gipfels. Vielleicht war er das. Wir haben die ganze Welt bereist, aber wir haben den Baum nicht wiedergesehen. Angeblich ist diese Baumart durch übermäßige Ausbeutung und Naturkatastrophen ausgestorben.
Es wird sicher nicht einfach, einen zu finden. Hm. Also kein Asuka. Ist dann dein Name. Mai.